Gott, ich will einen Haul abdrehen. Ich habe nämlich ziemlich viele Sachen gekauft in letzter Zeit, auch eine Mac-Bestellung getätigt, die zeige ich euch aber gleich. Ich will das nur ein bisschen näher zu mir ranschieben. Ich habe das auf dem Hocker wieder stehen und sitze wieder am Bett. Ich weiß noch immer nicht, was ich als Hintergrund nehmen soll. Aber ich war gerade arbeiten und ich bin noch ein bisschen gestylt. Also meine Locken halten noch so halbwegs. Also habe ich mir gedacht, Kack drauf, ich mache ein Video. Weil ich finde das so cool, dass ich auch einmal am Abend auch Videos drehen kann. Ich finde das so leibend. Weil das hatte ich ja vorher natürlich nicht, den Luxus. Aber durch das, dass meine liebe, liebe Arbeitskollegin und Freundin mir so ein tolles Ringlicht geschenkt hat, kann ich jetzt jederzeit Videos drehen, was ja auch gut ist. So, und bevor ich da lange jetzt um den heißen Brei rede, fange ich mal an. Ich habe mir von der Teddy-Kollektion von Essence doch was gekauft. Ziemlich böse, wie ich bin. Drei Sachen. Den Lipgloss habe ich jetzt nicht, weil den gab es auch nicht. Und ich bin irgendwie froh drüber, dass ich mir den Lipgloss dann doch nicht genommen habe. Ich kriege nämlich meine Lippenstiftlade nicht zu. Jetzt ist blöderweise, deswegen kann ich das Sammlungsvideo noch nicht abdrehen, jetzt ist blöderweise ein Lippenstift nach hinten geflogen. Und ich habe es aber meinem Papa schon gesagt und dann muss man da unbedingt helfen, dass er mir die Lade rausschraubt, dass ich den Lippenstift raushole, weil ich komme mit meinen Wurschtfingern da nicht hintere. Und vielleicht räume ich sie aber heute schon aus und versuche ein bisschen auszusortieren, weil ich möchte gerne, das schaut so beschissen aus, die Lade ist die ganze Zeit offen, das schaut so scheiße aus. Aber egal. Deswegen bin ich froh, dass ich mir keinen Lipgloss gekauft habe. Aber die drei Sachen habe ich mal genommen. Ich habe mir die Pinsel natürlich genommen, wer hätte es gedacht. Ich glaube, das ist zu hell. So, die Pinsel habe ich mal natürlich genommen, war ja klar. Den Nagellack, den hat mir aber dann meine Arbeitskollegin gebracht, weil den ich kaufen wollte, der ist am Boden geflogen und sie hat mir dann von einer anderen Filiale den mitgenommen. Ich habe ihn aber noch nicht probiert. Und den Lip Liner habe ich mir auch genommen. Der ist urschön, ich liebe die Farbe. So, dann war ich böse, weil ich ja die Miniaturen sammle, habe ich mir von Moschino, ich habe das auch beim Mickey Monumental vor ein paar Monaten gesehen, habe ich mir das Set gekauft. Ich hoffe, dass ich die paar Stück da noch in meinen Kasten reinbekomme. Ich habe da so einen Setzkasten, wo eigentlich damals meine Nagellacke drin waren. Hoffentlich passen die noch rein. Aber ich wollte die unbedingt haben. Oh Mann, da ist irgendwie. Ich wollte die aber unbedingt haben, weil ich mag die Düfte und ich finde die Verpackungen und Flaschen so schön von den Düften. Ich hoffe, man kann das sehen. Da gibt es ja den Toy, das ist der Herrenduft, den Moschino Toy 2. Das ist der Damen. Den. Ich vergesse immer, wie er heißt. Fresh Couture Gold und dann den Fresh Couture Eau de Toilette. Und ich fand das so süß, ich musste das haben. Ich habe, wie ich das bei ihm im Video gesehen habe, ich mir gedacht, warum hast du dir das doch nicht letztens gekauft? Und dann habe ich es extra bestellt und mir dann eins gekauft. Weil ich finde das so süß. Mir gefällt das so gut. Ich finde die einfach von der Flasche so süß. Und jetzt habe ich irgendwo auf einer Parfümerie-Seite habe ich gesehen, dass die den Bubblegum als Miniatur haben. Den hätte ich ja auch so gern, weil das ist einer meiner Lieblinge. Aber was soll's. Ich weiß nicht einmal, ob ich die vier reinkriege in meinen Setzkasten, was ich da draußen habe. So, ich bin noch immer am Husten, wie ihr hört. Ich habe mir mein Shampoo nachgekauft. Ich habe mir jetzt eine neue Flasche gekauft, weil ich bin so spotschert und mir ist, also, wie kann man das übersetzen? Tollpatschig. Und mir ist das oben komplett abgebrochen. Ihr werdet das im Aufgebraucht-Video sehen. Deswegen habe ich mir jetzt eine neue Flasche gekauft von dem Shampoo. Und halt die Nachfüllung, die ihr im Aufgebraucht-Video gesehen habt. Weil ich finde das gut. Da war 20% mit einem Coupon drauf. Also habe ich mir das mitgenommen. Dann war ich böse und habe mir das Duschgel gekauft. Ich darf aber keines mehr kaufen. Ich will das wirklich durchhalten. Ich habe mir zwar das hier gekauft. Das war von Sebamed eine Limited Edition. Die war nämlich reduziert. Ich glaube 2 Euro oder so. Deswegen habe ich mir die mitgenommen. Aber ich werde mir dabei keine Duschgele mehr kaufen. Es riecht aber geil. Das riecht so geil. Ich freue mich schon im Sommer drauf. Ich war auch brav und habe mir davon nur eines gekauft, weil ich habe eh genug. Die Sammlung kommt, aber ich weiß noch nicht wann. Dann habe ich mir eine Lidschattenpalette gekauft, die zeige ich aber nur kurz. Und erwähne sie auch nicht wirklich, weil Mickey Monumental hat so einen Shitstorm deswegen bekommen, weil er die Palette früher abgedreht hat als
eher so, ja, tschüss. Ich habe sie noch nicht benutzt. Ich finde sie schon schön, aber ich habe sie, wie gesagt, noch nicht verwendet. Und ich muss ehrlich zugeben, ich wollte damit auch ein Video drehen, weil bei uns gab es den Aufsteller schon so früh. Und ich habe sie mir extra deswegen gekauft und wollte dann ein Video damit drehen, aber ich kam nicht dazu, weil sonst hätte ich auch wahrscheinlich so einen Shitstorm abbekommen wie er. Aber das ist doch lächerlich. Also das ist doch Kindergarten. Aber egal, red mal nicht lange drüber. Bringt ja eh nichts. Ich war wieder bei Masken am Eskalieren. Okay, ich zeige euch die schnell. Finde ich super. Ich habe mir von Mr. und Mrs. Panda eine Handmaske gekauft, weil ich die Verpackung einfach so süß fand. Und drauf steht, grundlos glücklich sein ist eigentlich immer eine famose Idee. Das ist sowas von süß. Ich liebe diese Marke. Ich finde die Verpackung so süß. Ich bin ja nicht so der Handmasken-Fan, aber ich habe die mir eigentlich nur wegen der Verpackung gekauft. Und weil ich die Marke so gerne mag. So. Balea habe ich mir dreimal, glaube ich sogar, oder viermal, ist sie das nochmal? Ja, viermal, glaube ich, habe ich sie mir insgesamt gekauft, die Vanille, wie heißt die? Sweet Vanilla Maske, eine habe ich schon im Bad liegen, aber ich habe sie noch nicht verwendet, ich bin in letzter Zeit zu Masken voll. Früher in der Badewanne war das viel leichter, da hat man das draufklatscht, hat sich wieder abgewaschen, aber in der Dusche habe ich ja diese Türen zu und da denke ich nicht dran. Erst denke ich dran und denke mal, schmieße ich die noch drauf und dann vergesse ich erst recht. Also mit Masken aufbrauchen bin ich in letzter Zeit ein bisschen schleißig, weil ich einfach vergesse. Aber heute, ich will dann, eigentlich wollte ich mich schon abschminken und duschen gehen und mich dann auf die Couch schmeißen und dann habe ich so überlegt, so, nein, ich bin geschminkt, ich könnte ein Video drehen. So armselig, oder? Deswegen wollte ich euch unbedingt die Sachen zeigen vom Haul, weil die kann ich dann gleich wegräumen und das ist viel angenehmer. Ich hoffe, ich bin nicht verschmiert, ich habe mir das eh weggetan, aber naja, es geht, glaube ich. So, zurück zum Thema. Die habe ich mir gekauft, viermal. Ich habe sie aber, wie gesagt, noch nicht probiert. Ich muss mir angewöhnen, wenn, dann nur eine zu kaufen. Ich hoffe, dass ich von dieser Schokomaske von CV nur eine habe, aber schauen wir mal, wie es wird. Also, die habe ich mir gekauft, dann habe ich mir ganz, ganz viele Lippenmasken, ich bin ja so ein Lippenmasken-Junkie, von Balea gekauft. Wirklich ganz, ganz viele. Ich muss mir das echt abgewöhnen. Da ist noch eine. Oder wenn, dann sie wenigstens auch verwenden. Da habe ich noch drei. Also richtig gestört bin ich. Also da könnte ich mal echt den Arsch treten. Aber vielleicht gebe ich ein paar auf die Seite zu verschenken. Da werde ich der Lin auch gleich eine... Na, ich habe sie doch nochmal. Ich werde sie aber verschenken. Das ist diese neue Schokomaske von CV. Ich habe sie schon verwendet und ich muss sagen, ich bin von der nicht so begeistert. Mir hat sie nicht gefallen. Ja, leider nicht gefallen. Ich weiß nicht, was da... Ich bin ja so ein Duft-Junkie. Und sie riecht schon nach Schokolade, aber ich finde, sie riecht künstlich nach Schokolade. Und mir gefällt das nicht. Also, ja, ich werde sie auf die Seite legen. Ich werde die verschenken. Schauen wir mal, wer sie abkriegt. Ja. Dann habe ich mir noch von Be Routine eine Lippenmaske gekauft. Die schaut so aus. Mir fällt gerade auf, ich habe heute das Etikett davon gezogen, obwohl ich die eigentlich nochmal reinbestellen wollte. Naja, gucken wir mal, wie sie ist und wenn sie mir gefällt, werde ich sie nachbestellen. Für die Filiale. Von CV bin ich auch ein bisschen eskaliert und habe mir, weil die reduziert waren um 75 Cent, wieder die Lippenmasken gekauft. Mich zipft das so an, dass die... Ich meine, es ist gut, dass sie die reduzieren. Da kann ich auch jemandem noch welche reingeben. Da habe ich noch einmal vier. Ich bin gestört. Sagt es, wie es ist. Ich bin gestört. Da habe ich mir noch ein paar gekauft, aber da werde ich ein, zwei vielleicht abgeben. Gucken wir mal. Dann habe ich dann noch die Balea. Die Balea, na super. Die Kokos Pitaya Maske habe ich mir auch noch einmal gekauft. Keine Ahnung, wieso. So gut fand ich den nicht, aber ich bin gestört, wie wir schon wissen. Beim Action gibt es jetzt schon wieder neue Masken und ihr wisst, ich stehe auf diese Verpackung. Da gibt es jetzt aktuell eine Ananas und eine Mango. Die schauen so aus und ich habe mich so in die Verpackung verliebt. Also die Mango schaut das so herzig aus, auch die Ananas. Ich finde das sowas von süß. Also die mag ich sehr gerne, die kaufe ich immer wieder nach, obwohl ich eh so viel habe. So, haben wir dann noch irgendwas Standardmäßiges? Ich glaube, oh ja, da habe ich noch einmal eine Pitaya. Mein Gott. Dann habe ich mir einmal die von Essence mitgenommen, diese Snow Much Love Limited Edition Augenpads. Ich bin gespannt, wie die sind.
Weil die Lippenmaske habe ich von auch einer lieben Freundin bekommen. Die hat sie mir geschenkt. Und die fand ich auch gut. Die fand ich wirklich gut. Ich habe da auch so eine Schaumparty-Maske noch. Die finde ich auch geil. Die liebe ich. Die ist mega. Ich weiß nicht, ob ich dann noch welche habe, aber das sehen wir gleich. Dann gab es ja eine Weihnachtskollektion von den Cadea Vera Masken. Ihr wisst ja, ich liebe diese Masken. Und da bin ich ein bisschen eskaliert. Ich habe auch vor kurzem welche aufgebraucht, weil das waren ja so Weihnachtsmasken. Ich zeige es euch mal im Schnelldurchlauf, weil die kriegt man leider eh nicht mehr. Ich habe sie aber eh auf Instagram postet, damit keiner sie verpasst. Es gab die Fluffy Snow Maske und da ärgere ich mich, dass ich nicht noch eine habe, weil die schaut schon sehr interessant aus, weil das ist eine Creme-Maske und keine Peel-Off. Die, ich meine, man wird das nicht, kann man es erkennen? Ich glaube nicht. Die glitzert so ein bisschen. Ich glaube, jetzt sieht man es. Genau. Die glitzert so ein bisschen. Die ist sehr interessant. Bin ich gespannt, wie die ist. Die könnte ich auch jetzt noch verwenden, weil die hat nicht wirklich viel mit Weihnachten zu tun. Weil da auch nur Let It Snow draufsteht. Dann habe ich zwei Hydrogel mir gekauft von der Kollektion. Einmal eine Holy Night. Die schaut auch so schön aus. Ihr wisst, ich bin so ein Verpackungsopfer. Einmal die und einmal, und da ärgere ich mich, dass ich keine zweite mitgenommen habe, weil die wird sicher geil riechen, Candy Apple. Da gab es auch mal eine Peel-Off. Die habe ich mir nicht gekauft, weil die habe ich noch. Aber die habe ich mir einmal nur mitgenommen. So. Dann gibt es eine Gingerbread-Maske. Die habe ich mir, glaube ich, auch nur einmal mitgenommen. Was ist mit mir los? Und Augenbets. Da gibt es aber, ich zeige, das ist, macht mich so kirre. Ich zeige euch noch vorher die zwei Tuchmasken, die es noch gibt. Einmal gibt es Rudolph Squad und Cookies for Santa. Und ich finde beide Verpackungen mega schön. Aber weil das halt Weihnachtskollektionen ist, habe ich mal von denen, ich glaube, da gab es auch nur noch jeweils eine. Und weil ich so viel habe, habe ich mir gedacht, nehme die nicht so viel mit. Dann gibt es noch Augenbets in Tuchmaskenform mit Rudolph und Santa Look. Die schauen so aus. Die Rudolf habe ich sogar mal aufgebraucht, die waren gut. Die waren wirklich gut. Also seht ihr dann in irgendeinem aufgebraucht Video. Dann gibt es noch vier Hydrogel, gab es noch vier Hydrogel-Augenmasken. Ich habe schon wieder Schluck auf. Einmal die Hohoho Hydrogel-Maske, die fand ich sehr gut. Die habe ich nämlich schon benutzt. Ich habe halt noch ein Backup davon. Dann, Entschuldigung. Einmal die Magic Tree. Die fand ich nicht so gut, weil die sind mir dauernd vom Auge runtergerutscht. Ich weiß nicht, wo da der Hund drin war. Einmal die Oh Dear, wenn ich mich nicht täusche. Da ist die Verpackung so süß. Also ich kann nicht mehr. Die habe ich sogar noch zum Verwenden einmal. Die werde ich heute benutzen, wenn ich mich auf die Couch fetze. Und einmal die Little Snowman. Die habe ich auch vor kurzem verwendet. Die waren sehr gut. Die haben wirklich angenehm gerochen und haben gut gehalten. So. Dann habe ich, das ist schon urlange her, aber ich wollte es euch zeigen, mir so Make-up-Pinsel gekauft. Ich habe irgendwo ein Haar dran. Jetzt ist es weg. Die haben nur noch 2,65 gekostet und ich muss die waschen. Also brauche ich eigentlich gar nicht, oder? Weil die sind eh so verschweißt. Also werde ich die vielleicht gleich in die Sammlung schmeißen. Meine Pinselhalterung. Aber ich brauche Zellophan. Jetzt weiß ich, was ich eigentlich kaufen wollte. Ich wollte eigentlich Zellophan kaufen. Ich habe nämlich so blaue Samtaufbewahrungen von Action. Und die sind viel zu tief, sagt man das? Und die Pinsel verschwinden halt da drinnen. Ich kann euch das sehen, in einem Sammlungsvideo werde ich euch das zeigen. Und die Pinsel verschwinden drin. Und deswegen will ich Zellophan reingeben, damit die ein bisschen höher sind. Schauen wir mal. So. Dann habe ich noch eine Seife. Zwei Seifen habe ich mir gekauft. Warte jetzt mal. So, da. So. Zwei Seifen habe ich noch. Einmal die Memo an mich. Ich bin wunderbar. Von Mr. und Mrs. Panda. Ich liebe diese Seifen. Ich habe vor kurzem wieder eine leer gemacht. Ich liebe die. Die sind so gut, aber halt teuer. Dann die Balea. Handseife Glossy Touch. Die habe ich mir auch gekauft. Weil das Duschgel darf ich mir nicht kaufen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, kauft halt die Seife. Ein Duschschaum. Ich bin nämlich brav am Duschschaum aufbrauchen. Ich habe nicht mehr so viele. Ich glaube, ich habe jetzt nur noch Rituals, wenn ich mich nicht irre. Und ich wollte halt einen wieder von Balea probieren und habe also beim Balea-Regal geschaut und da habe ich nur den Duschschaum You Are Berry Sweet gefunden mit Himbeeren, glaube ich, mit fruchtig-süßen und langanhaltenden Duft. Hier, die Verpackung ist mega süß. Ich weiß aber nicht, ob es den aktuell noch gibt, weil das ist ein bisschen her. Aber der schaut sehr interessant aus.
beim DM habe ich mir auch geleistet, weil das war das letzte und ich mochte das, ich habe das in meiner Handtasche, diesen, das Handdesinfektionsgel von Alverde, dieses Bergamotte-Zitrone, glaube ich, war das auch, oder? Bio-Bergamotte-Minze, so. Das ist so geil. Und das gibt es immer, das haben die auflassen. Ich könnte echt austicken. Das habe ich mal das letzte noch mitgenommen. Dann habe ich mir den Adventkalender von Richwiz gekauft und da habe ich ein Geschenk dazu bekommen, weil ich habe auch irgendwas habe ich noch, glaube ich, gekauft. Da war ziemlich viel dabei. Und da habe ich ein Dry Oil for Body dazu geschenkt bekommen. Das durfte ich mir aussuchen. Ich bin schon gespannt, wie das ist. Ich traue mich das jetzt nicht verwenden, weil es ist noch original eigentlich zu. Ich bin schon echt gespannt, wie das ist, weil ich liebe ja Körperöle. Da bin ich echt neugierig, wie das ist. Ich mag ja diese Ritual of Mare Serie, mag ich so gerne. Ich liebe das. Da habe ich den Raumspray gerade in klein und der ist so geil. Ich liebe den. So, ein paar Sachen haben wir noch, dann sind wir durch. Ich habe dann noch was, das darf ich ja nicht zeigen. Vergessen, ich war noch beim Bath & Body Works, das zeige ich euch dann gleich. Hätte ich jetzt fast vergessen. Ich war ein bisschen Limited Edition kaufen. Da habe ich mir den Glitter Eyeliner von der Snow Much Love LA gekauft. Der sieht so aus, habe ich noch nicht probiert. Und dem bin ich hinterhergejagt. Ich habe den unbedingt haben wollen. Das Problem war, eine Arbeitskollegin hat mir alle drei vor der Nase weggekauft. Also eine Ex-Arbeitskollegin, die arbeitet jetzt nicht mehr bei uns. Die hat mir die weggekauft von der Nase und ich habe mir so gedacht, so, super. Dann habe ich einen Tester probiert und habe gedacht, toll, ich hätte den so gern gehabt. Ich liebe Creme-Highlighter. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich liebe Creme-Highlighter. Und deswegen wollte ich den unbedingt haben. Nicht nur, dass der mega fancy von der Verpackung her ausschaut, ja, darüber redet man gar nicht, sondern er ist wirklich schön. Er schaut so innen aus. Ich meine, ich mag ihn jetzt noch nicht benutzen, ich will ihn noch für Instagram vielleicht fotografieren, aber... Der ist richtig geil. Ich meine, bei mir haben sich die Kugeln ein bisschen verschoben. Seht ihr das? Da ist oben nur noch das Transparente und... Aber ja, egal. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Ich will nicht meckern. Ich bin sehr, sehr happy darüber. Ich habe wieder einen Gutschein von Müller. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, was leistest du dir? Und ja, ich habe mir zwei Sachen gegönnt. Einmal habe ich mir... die Chanel Augencreme jetzt bestellt, dieses Augengel. Also so schaut mal die Verpackung aus. Ich bin jetzt nicht so der Chanel-Fan, aber ich habe die Probe gehabt und ihr wisst, dass seitdem jammer ich in jedem aufgebraucht Video, wenn ich eine Augencreme leer mache. Seitdem jammer ich, dass nichts hilft, nicht so wirkt wie die Chanel. Und jetzt habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich kaufe sie mir einfach. Ich werde sie aber noch nicht verwenden können, weil ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich gerade benutze und aufbrauche. Ich habe von Estée Lauder jetzt noch eine für den Abend, die ich benutze. Die ist aber fast leer. Und tagsüber verwende ich noch die von Elisabeth Arden und die will irgendwie nicht leer gehen. Die ist echt heftig. Die hält so lange, das ist echt arg. Und das ist nur so eine kleine Tube, also will ich gar nicht wissen, wie lange der Titel hält. Krass, wirklich krass. Aber ich wollte die unbedingt haben. Und ich glaube, ich habe nur noch zwei Augencremen, wenn ich mich nicht irre. Drei. Aber die finde ich alle drei vollkommen okay. Deswegen behalte ich sie auch. Eigentlich wollte ich sie aussortieren, aber ich habe mir so gedacht, nein, ich behalte sie mir. Das ist so eine Katze von Toni Moly, glaube ich. Die habe ich von meiner Freundin von der Vivi gekriegt. Dann habe ich noch die Clarins Augencreme, dieses Double Serum Augen. Und da habe ich auch viele Proben noch irgendwo. Muss ich nur schauen, wo die sind. Und, was ist die dritte? Eine Chorus habe ich jetzt noch. Und die möchte ich auch unbedingt probieren. Die gibt es zwar nicht mehr, aber ich möchte die trotzdem probieren. Und jetzt habe ich halt die vierte und das ist die. Das heißt, die Chorus werde ich am Abend verwenden. Und dann überlege ich, ob ich die dann schon benutze. Weil diesen Stift, diesen Katzenstift, möchte ich gerne im Sommer verwenden. Aber dann möchte ich die benutzen. Ja. Und ich habe mir noch was gegönnt. Ich habe mir auch ein Parfum gegönnt. Eigentlich wollte ich mir den... Wie heißt denn der? Den Prada Paradox kaufen. Habe ich aber dann nicht. Weil der Duft von Jean Paul Gaultier reduziert war. Der hätte ja 120 Euro kosten und der war jetzt um 99,99 reduziert oder so. Ich krieg den nie auf. Ich meine, die Verpackung ist ja mega schön. Die ist so schön, die Verpackung. Und da ist der Duft. Der sieht so aus. Den kennt ihr ja aus dem Aufgebraucht-Video. Und der riecht schon
nur so raus. Also ich liebe den. Und ich bin so, so happy, dass ich mir den jetzt doch gekauft habe. Weil ich habe den alten schon sehr hinterher trauert, den ich aufgebraucht habe. Und deswegen, ja, ich habe ihn jetzt wieder. Gott sei Dank. Dann gab es ja bei MAC eine Black Panther Kollektion und da bin ich ein bisschen ausgetickt. Das ist die erste Kollektion von MAC, wo ich mal wieder so ausgeflippt bin. Mir haben die Sachen so gut gefallen und ich ärgere mich zu Tode. Ich muss schon wieder die Kamera ein bisschen drehen. Und ich ärgere mich zu Tode, weil jetzt sind die Sachen reduziert. Das kotzt mich doch an. Das kotzt mich doch wirklich an. Die Sachen sind jetzt reduziert. Hätte ich doch nur ein bisschen gewartet, aber ja. Jetzt ist es auch schon zu spät. Ich wollte dann vor kurzem wieder bestellen und dann habe ich mir so gedacht, so, na, ich habe eh so viel. Nee. Also, als erstes zeige ich euch die Pinsel, weil ich ja so wenig habe, ne, am Pinsel. Aber ich wollte die unbedingt haben. Ich meine, das ist die Black Panther Kollektion, da brauchen wir gar nicht streiten drüber. So schauen die Pinsel aus. Die lasse ich mir gleich da. Dann habe ich mir zwei Lippenstifte gekauft. Einmal den Royal Integrity oder so. Die Verpackung schaut so aus. Und die Farbe kommt hoffentlich rüber. Das ist so ein braun. Also er kommt nicht wirklich rüber, aber das ist so ein bräunlicher Ton. Ja, also da, was ich jetzt gesehen habe, kommt da nicht rüber. So. Dann habe ich die Farbe Story of Home. Der schaut so aus. Relativ dunklere Töne habe ich mir diesmal ausgesucht. Das ist so ein Nude-Ton. Weil mir gefallen nur noch solche. Ich habe früher diese ganz toten Nude-Töne tragen. Aber wenn Nude, dann gefällt mir nur noch sowas in der Art. Was ja auch neu ist, ne? Bei mir zumindest. Obwohl ich ja eher so rote Lippenstifte und pink und so gern trage, aber... Dann habe ich mir die Lidschattenpalette gekauft. Und die ist so schön. Ich habe mich so in die verliebt. Die ist so schön. Schon allein die Verpackung ist mega. Also... Natürlich bin ich ein bisschen traurig, dass ich den vollen Preis bezahlt habe. Ich hätte ein bisschen warten sollen, dann hätte ich sie reduziert bekommen. So schaut sie aus. Ich habe sie noch nicht verwendet. Eigentlich wollte ich ein Video damit machen. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Das war jetzt falsch. Ob ihr ein Video damit haben wollt oder nicht. Ich meine, jetzt gibt es ja aktuell noch reduziert. Weiß nicht wie lange, aber da ärgere ich mich so extrem wirklich. So ärgerlich. Einen Highlight habe ich mir auch gekauft, weil die Verpackung auch mega ist. Royal Challenge. Also die Verpackung von dem macht mich echt fertig. Der schaut so von außen aus. Und von innen, ich zeige ihn euch aber jetzt so, schaut das so aus. Also mega, mega. Ich liebe den. Ich habe ihn noch nicht verwendet. Das wird mir eh wehtun, den zu benutzen. Ich musste nämlich jetzt einen MAC-Highlighter aussortieren. Das war aus einer ganz alten Kollektion. Chez Lamé. Nein, das war der Highlighter. Wie hat denn die geheißen? Die Kollektion. Ich habe das früher auswendig gewusst, aber ich weiß es nicht mehr. Nein, ich weiß es nicht. Chez Lamé war der goldene und jetzt habe ich den Rose Olé habe ich jetzt verwendet. Ich weiß es nicht mehr, wie die geheißen. Aber bei der Olé habe ich so viel gekauft damals. Die ist so lang her. Furchtbar. Egal. Ich habe mir auch beim Action was gekauft, obwohl ich ja eh genug Zahncreme habe, aber ich musste die kaufen, weil da Banane drauf stand. Es gibt so eine Kinderzahncreme, die nach Banane riechen soll und schmecken. Junior ab 6 Jahren, toll, ne? Ich wollte die unbedingt haben, wegen Banane. Dann habe ich mir auch Reinigungstücher gekauft beim Action, aber für den Schminktisch. Weil ich habe da die blauen, habe ich mir auch gekauft, die liegen da am Schminktisch. Und die habe ich mir auch gekauft. Weil die Kokos gab es jetzt nicht mehr. Ich habe nochmal danach geschaut, die gibt es leider nicht mehr. Da traue ich denen echt hinterher. Warum die auflassen haben, verstehe ich nicht. Aber jetzt habe ich mir die mal genommen. Schauen wir mal, wie die sind. Dann hat mir eine ganz, ganz liebe Abonnentin, ich weiß jetzt leider deinen Namen nicht mehr, aber hat mir geschrieben, danke nochmal, falls du das Video siehst, das in Wien im Donauzentrum Bath and Body Works öffnet und ich bin hyperventiliert. Ich bin sowas von hyperventiliert. Ich liebe es, weil ich habe damals nur diese Handdesinfektionsgele gehabt und mir hat einmal die Vivi zum Geburtstag eine Kerze geschenkt. Die ist jetzt schon aktuell am Brennen. Und ich war so verliebt in die Sachen. So verliebt in die Sachen.
dass ich mich geärgert habe, dass ich halt nie online bestellt. Dann habe ich das aber bei der Chiquita's Place gesehen. Die hat ein Video hochgeladen zu Weihnachten, wo sie über einen Online-Shop bestellen konnte. Wie heißt denn die Seite? Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe, wenn sie das Video sieht, schreibt sie es in die Kommentare. Upsi, ich habe es echt vergessen. Ah, Unlimited Brands, glaube ich, heißt das, oder? Korrigiere mich, wenn du das Video siehst. Und da hat sie die Sachen bestellt und da habe ich sie auch schon so beneidet, habe mir das Video, glaube ich, 2-3 Mal angeschaut von ihr. Weil man dachte, boah, das ist jetzt so geile Seife und so, oh mein Gott. Ja, und jetzt war ich böse. Ich war aber eh brav, eigentlich. Ich habe hauptsächlich Geld für Weihnachtsgeschenke dort ausgegeben. Ich habe über 100 Euro bezahlt. Für Weihnachtsgeschenke und für meinen Scheiß natürlich. Ich habe mir 4 Sachen gegönnt. Ich habe mir gedacht, okay, kauf dir 4 Sachen und fertig. Zwischendurch kriege ich noch solche heftigen Hustenanfälle. Echt schlimm. Da geht irgendwie nicht weg. Ich habe mir eine Schaumseife gegönnt. Das ist die Ice Cinnamon Roll Seife. Also die Verpackung macht mich echt fertig. Die ist sowas von süß. Ich habe eh vor, dass ich sie bald aufbrauche, aber ich wollte sie halt vor euch in einem Video zeigen. Ich finde die geil. Ich weiß gar nicht, ob es da Nachfüllungen davon gibt. Da muss ich mal die Verkäuferin fragen, weil das ist ja nicht sehr umweltfreundlich, wenn man jedes Mal die Seife nachkauft, oder? Den Seifenspender. Ich muss auch mal nachfragen. Ich will eh mal wieder dorthin, aber ich weiß noch nicht wann, weil ich habe eh noch so viele Sachen und ich will halt nicht noch was kaufen, weil ich habe eh jetzt ein bisschen übertrieben nicht. Ich meine, es sind nur 4 Sachen, aber hätten auch nicht sein müssen, ne? Aber die wollte ich unbedingt haben und ich habe von Arbeitskollegen gehört, weil die habe ich allen beiden Abteilungsleiterinnen geschenkt von mir. Und die haben beide gesagt, die ist gut. Also deswegen will ich sie auch unbedingt probieren. Ich möchte sie endlich verwenden. So, dann war ich böse und habe mir eine Bodylotion und ein Duschgel gekauft. Ich wollte das unbedingt haben. Das heißt Winter Candy Apple. Wie hätte ich das nicht kaufen können? Das hat nach mir geschrien. Es schaut einmal so aus. Das ist das Duschgel. Das musste ich haben. Das ging nicht anders. Und einmal, ich habe auch an dem Dessa dort gekrochen. Und einmal die Body Butter sogar. Ich bin gespannt, wie die sind. Ich bin wirklich gespannt, wie die Sachen sind. Ich will die eigentlich auch bald verwenden, aber ich habe so viel Zeug. Dann habe ich mir auch eine Kerze gekauft. Auch wieder mit diesen Lebkuchenmännchen. Das ist so süß. Sugared Snickerdoodle. Das ist sowas von süß. Das ist so eine Boah, die riecht so geil. Das ist eine Dreidochkerze. Boah. Also. Das hat ja wohl viel Sinn. Oh Mann, ich bin so dämlich manchmal. Das ist eine Dreidochtkerze. Ich habe sie euch jetzt, ich bin so deppert. Sie riecht wirklich, wirklich gut. Ich liebe sie. Ich weiß aber noch nicht, wann ich sie anzünde, aber so schaut ich finde dieses Glas auch so schön. Also wenn es das überlebt, würde ich das auch aufheben, weil das so süß ist. Also so schaut die Kerze aus. Jetzt zeige ich sie euch nochmal in Ruhe, bevor ich da wieder durchdrehe. Ja, also ich finde die richtig, richtig geil. Ich habe natürlich wieder ein bisschen übertrieben. Ich hätte mir nicht so viel kaufen sollen, aber ich wollte die Sache unbedingt haben. Und mein Gott. Beim TK Maxx war ich auch. Natürlich. Beim TK Maxx war ich böse. Ich habe mir schon wieder Masken gekauft. Und einmal habe ich mir von Wella einen Volumenbooster gekauft. Den muss ich, boah, da war so viel Staub in dem Sack drin. Nicht einmal in meiner alten Wohnung hatte ich das Problem mit dem Staub. Da ist das echt heftig irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und jetzt habe ich mein Make-up, glaube ich, ruiniert. Toll! Ist ja nicht so wichtig um 7:30? Ja, ich glaube, 7:30. das habe ich mir gekauft. Dann muss ich noch schauen, wie das funktioniert. Booster-Konzentrat für extra Volumen mit kräftigem Polymeren. Okay, schön. So schaut das aus. Das war um 9 Euro, genau. Ich wollte es unbedingt probieren, aber ich habe sogar vergessen, dass ich das habe. Ich habe die ganzen Sachen, ehrlich gesagt, vergessen, was ich da habe. Ich war böse und habe mir von Tony Moly ein paar Masken gekauft.
Ich weiß. Sagt einfach nichts. Aber ich liebe die Toni Moly Maske und ich traue mich meine nicht verwenden, weil ich da so schlecht dran komme. Aber das ist ja dämlich. So. Dafür mache ich heute eine Tuchmaske. Versprochen. Einmal habe ich die I Am Peach mir gekauft. Dann die I Am Honey. Die wollte ich nämlich unbedingt haben, weil die habe ich auf Amazon gesehen. Aber ich wollte die dort nicht bestellen. Die I'm Red Wine, die hatte ich glaube ich sogar schon mal. Die I'm Choco, bla bla bla, kann ich nicht aussprechen da. Und Lavendel. Und bei der weiß ich nicht, ob ich es nicht bereue. Aber werden wir sehen. Ich habe es halt mitgenommen, weil es Toni Moly ist. Dann habe ich mir noch andere Toni Moly Masken gekauft in so einem Set. Das sind 5 Masken drinnen. Schaut so aus. Und ich wollte die auch unbedingt haben, weil ich habe die auch mal auf Amazon gesehen. Erst. Da schmeiße ich den Karton gleich weg. Ich habe es eigentlich nur so euch zeigen wollen. Die sind nämlich von Toni Moly, wie gesagt. So schauen die aus. Das ist die Aloe Vera. Dann hier ist die Kokos. Die Ananas. Die Avocado und die letzte ist die Gurke. Und ich wollte die unbedingt haben, weil ich finde die Verpackung irgendwie so cool, weil die so ausschaut, als wäre das in so einer Schale drin. Sieht man das? Jetzt sieht man es ein bisschen. Also die fand ich echt interessant. Ich weiß nicht, welche ich am interessantesten finde. Oh Gott, deswegen. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was los ist. Das ist echt furchtbar. Es tut mir so leid. Ich habe noch immer nicht mein Stativ und ich hoffe, dass ich, wenn ich... Ich kann euch sagen, am Wochenende, weil ihr wisst ja nicht, wann das ist, wenn ich das Video hochlade, weil ich keine Ahnung habe, wann das Video überhaupt online kommt. Ich habe noch kein Stativ und habe das jetzt auf dieser Lampe stehen und ich habe genau dagegen gekickt und... Alter. Ja. Also, ich habe mir noch Masken gekauft. Ich bin ein böses Mädchen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Video findet mit meinen kleinen Fails da, mit meinen zwei. Jesus Maria, mein Gott. Jetzt am Abend ein Video drehen, nach der Arbeit ist, glaube ich, keine gute Idee gewesen, aber okay. Ja, ich weiß, ich hätte mir viele Sachen nicht kaufen sollen, zum Beispiel die Miniaturen, der Duft, alles eigentlich nicht. Aber ich bin so happy über die Sachen. Jetzt freue ich mich auch, dass ich sie endlich wegräumen kann, weil die stehen dann nur im Weg im Zimmer. Ich hasse es, wenn da so viele Sackerl rumstehen. Das macht mich ganz deppert. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, euch gefällt auch meine Kitty im Hintergrund. Ich liebe sie nämlich. Ich schlafe mit der so gerne. Sie ist sowas von süß. Die war zwar teuer beim... Ich habe das, glaube ich, schon im Aufgebraucht-Video erzählt. Aber ich finde die so herzig. Ja, die ist zuckersüß. So, jetzt reicht's aber. Wenn ihr das Video mit Mac haben wollt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das auf jeden Fall auch noch. Dann benutze ich die Sachen noch nicht, sondern warte mal, ob ihr da ein Video haben wollt. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bald im nächsten Video wieder. Bis dann, bye!